Berlin Betriebsgruppenvorsitzender der Charité und ich bin dort auch Personalrat. Auch wir haben Opposition im Personalrat. Da sind auch Verdi-Mitglieder drin in dieser Opposition. Nur diese Opposition, das sind diejenigen, die gerne auf Sozialpartnerschaft setzen und die gerne Gewerkschaften möglichst klein halten wollen im Betrieb. Dann haben wir nicht die Politik bei uns, dass wir dann sagen, die Kollegen werden ausgeschlossen, sondern unsere Politik ist, dass wir unsere gewerkschaftliche Arbeit die Kollegen überzeugen, was ist denn der richtige Weg. Und ich glaube, das kann nur der richtige Weg sein, dass man tatsächlich Überzeugungsarbeit leistet und nicht mit Ausschluss- oder Ausgrenzungsverfahren einhergeht. Deswegen bin ich auch im Solidaritätskreis. Deswegen hat meine Betriebsgruppe auch klar und deutlich gesagt, dass sie gegen solche Ausschlussverfahren sind. Und das, glaube ich, auch im IG Metall-Vorstand hier in Berlin deutlich gemacht. Ich habe ein großes Problem als Personalrat, weil als Personalrat bin ich nach dem Personalverfassungsgesetz verpflichtet, Personalvertretungsgesetz verpflichtet, zur vertrauensvollen Zusammenarbeit mit meinem Arbeitgeber. Das ist eben diese Gratwanderung, die ich habe als Personalrat oder auch als Betriebsrat. Zum Glück bin ich nicht so aus mit dem Betriebsverfassungsgesetz. Ich weiß nämlich, dass wir noch eine öffentliche Einrichtung sind an der Charité. Aber das ist die Gratwanderung. Und ich glaube, ein Fehler der Gewerkschaften war, dass zu sehr nur auf Betriebsräte oder Personalratspolitik gesetzt wurde in der Vergangenheit und zu wenig auf die Gewerkschaftsarbeit in den Betrieben gesetzt wurde. Und das ist etwas, was wir absolut ändern müssen. Wir müssen die Kolleginnen und Kollegen überzeugen. Wir haben überall Mitgliederschwund, auch bei Verdi. Immerhin ist es der Verdi-Bezirk Berlin, der auch zum 12. Juni aufruft. Und ich glaube, das ist der einzige Weg, in die wir gehen müssen. Wir müssen den Kolleginnen eine Perspektive aufzeigen, wie sie Widerstand leisten können, wie sie betrieblich Widerstand leisten können, wie sie aber auch die ganzen gesellschaftlichen Fragen, die auf sie hereinstürzen, wie sie das jetzt lang und breit diskutiert worden, aber das ist ja ein Hereinstürzen auf die Kollegen, eine absolute Verunsicherung. Und dieser Verunsicherung müssen die Gewerkschaften eine Antwort entgegensetzen. Und diese Antwort kann nur bedeuten, Widerstand leisten und aktionsfähig werden. Und deswegen möchte ich gerne alle Kolleginnen auch hier aufrufen, in ihren Betrieben damit zu sorgen, dass der 12. Juni als Protesttag hier in Berlin auch ein erfolgreicher Protesttag wird und dass wir dadurch die Einheit zeigen, die wir dringend brauchen, die Einheit im Betrieb und die Einheit auch als Gewerkschaft.